Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir spielen eine Runde Kampfläufer-Angriff auf dieser hammermäßig sexuellen Map. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ja, in deine Fresse, Junge. Hättest man gleich eingesammelt, oder? Kleine Pissbacke. Nee, Spaß. Ja, auf dieser Map. Ich habe ja schon meinen Senf dazu abgegeben. Ihr wisst ja. Welcher Knopf, welcher Angriff war nochmal? Ah ja, der hier. Wir müssen ihren Ablenk abschalten. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Ding abgeschossen. Wo stecke ich wieder fest? Ah Gott, der kann hier nicht runter. Unsere Spione haben Luke Skywalker. Komm schon! Er ist ganz in der Nähe. La 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 la. Ja Leute, ich habe gerade versucht, echt eine Runde Helden vs. Schurken auf Outer Rim zu spielen oder in Outer Rim DLC. Er findet einfach keine Lobby. Er findet keine Lobby. Das ist unfassbar. Ja, auf den normalen Modi für alle findet er immer noch direkt ein Match, aber ja, das gibt einem schon zu denken, so, also das ist schon ein bisschen traurig. Das ist schon ein bisschen traurig, muss ich ehrlich gestehen. Wird wahrscheinlich auf der... Ich muss hier raus. Wird wahrscheinlich... Oh fuck, jetzt bin ich so am Arsch. Nein! Wird wahrscheinlich auf der PS4 ein bisschen anders aussehen, da sind ja grundsätzlich ein paar mehr Spieler, allerdings so kurz schon, also ich weiß nicht, ob das einfach, ob das Verbindungsprobleme sind oder ob es einfach keine Sau spielt, ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich eine Mischung aus beidem sein. Ich weiß nicht, ey. Hätten sie mal hier die DLCs einfach kostenlos gemacht, oder? Also alle, wirklich alle Maps auch. Sollen sie sich vielleicht überlegen, das doch nochmal zu machen und dann uns die Season Pass geholt haben? Oder allgemein auch den einzelnen DLC von mir aus irgendwie eine Entschädigung zu geben oder sowas? Battlefield 5 oder sowas, halben Preis. So eine Art. Obwohl das auch schon abgezogen wäre. Stimmt, da würden wir auch abgezogen werden. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Nimm den doch mit, Mann! Naja, ist auch nicht so schlimm wegen Helden vs. Schurken. Ich muss sowieso noch mal ein paar Punkte machen hier in solchen Modis. Kleiner Halunke, du. Wollen wir mal den heftigsten MLG-Move aller Zeiten sehen? Feindlicher Y-Wing visiert unsere AT-AT an. Watched. Moment, jetzt. Jetzt werden wir diese Rebellion niederschlagen. Okay, fuck, mein Controller ist kaputt. Ah, scheiße, Mann. Mann, jetzt muss ich mir echt einen neuen kaufen. Der ist einfach kaputt gegangen. Schade, ich wollte gerade ein mieses Manöver zeigen. Aber kann ich ja auch nichts für, wa? Dass der Controller einfach in dem Moment kaputt geht. Scheiße. Also wenn ihr mal was spenden wollt, Leute, schenkt mir Controller für die Konsolen. Weil dann könnte ich es mir auch ab und zu mal erlauben, war den ein oder... Er kommt wieder, der... Er kommt die Höhe wieder nicht hoch. Du bist so ein Stück Scheiße. Soll ich mir auch ab und zu mal erlauben, den einen oder anderen kaputt zu smashen? Einfach so just for fun zu belustigen, auch von euch, so, weißt du? Deswegen mal abwarten. Apropos Battlefield 5, was ich gerade angesprochen habe. Wahrscheinlich im nächsten Part werde ich auch ein bisschen drüber reden. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich habe irgendwie Bock auf Battlefield 4 auch. Ich habe es mir ja gegönnt vor ein paar Wochen, als es im Sale war auf der PlayStation 4. Für 20 Euro alle DLCs, das Spiel und so weiter, habe ich mir echt nochmal. Ja, Junge, du musst auch treffen. MLG Move! Dieser scheiß kaputte Controller, weißt du?
Na, ich wollte gerade weg. Ich wollte gerade weg, Jackpack. Ja, ey, ich habe einfach, wie gesagt, Bock auf Battlefield, so ein bisschen ohne rumgejumpt, ohne Space-Zeug und so weiter. Ist einfach echt langsam genug voll. Sag mal, eigentlich. Oh Gott, Leute. Nee. Ich muss ruhig bleiben. Ich will mich gar nicht aufregen. Glaubt es mir, Leute. Ohne Scheiß. Meint ihr, mir fällt es nicht selber auf, dass ich oftmals mecker über das Spiel? Meint ihr, mir fällt es nicht selber auf? Ich will das gar nicht, Leute, wa? Ich will das gar nicht. Aber ich bin einfach ehrlich. Ich bin einfach auch emotional, weißt du? Das ist einfach bei mir dieses südländische Temperament. Das geht mir mit durch. Weil ich will, dass es läuft. Und was war das? Was war das, Alter? Habt ihr gesehen, auf welche Distanz? Was ist denn das, Alter? Vergesst sämtliche kriegsmäßige Ballisten oder sonst was. Geschütze. Wow, der hat's überlebt, tatsächlich. Wie viel Energie der hatte noch? Vergesst alles. Mörsergeschosse, vergesst alles. Die Geschütze sind die geilsten. Völlig überpowered. Überhaupt, die werden nicht genervt. So, egal, scheiße. Battlefield, Thema Battlefield. Also wahrscheinlich beim nächsten Video werde ich da ein bisschen über Battlefield 5 reden mit euch, denn das plane ich auf jeden Fall zu machen. Ich habe da so Bock drauf. Wie gesagt, Battlefield 4 habe ich ja auch hier und da mal erwähnt. Und da auch mal eine Frage an euch. Habt ihr da Bock auf ein paar Videos zu Battlefield 4 Multiplayer? Jetzt wirklich auch nur schreiben, wenn ihr wirklich, wirklich Bock habt. Wenn euch das nicht interessiert oder sagt, nee, dann einfach nicht. Ich will wissen, ob da wirklich Leute dabei sind, die echt Lust haben auf das Spiel. Mir dazu zu gucken. Denn irgendwie hätte ich Bock drauf. Ich wollte es eigentlich auch schon die ganze Zeit machen. Aber bin noch nicht so dazu gekommen. Ich hätte es auch auf der Xbox gemacht mit Kenny Boy. Allerdings kannst du die Xbox-Version von Battlefield 4 einfach wirklich in die Tonne treten. Das ist, also, ich habe ja beide Versionen gezockt. Da ist ein himmelweiter Unterschied, ohne Witz. Ich habe kein anderes Spiel gesehen, wo so ein krasser Unterschied ist zwischen der PS4-Version und der Xbox One-Version. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei denen, aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Oh, nur angehittet. Ich habe extra gegen die Wand geschossen, weil ich nicht sicher war, ob ich den wirklich direkt treffe. Also lasst da gerne mal Feedback da. Den Fünfer werde ich auf jeden Fall direkt sagen. Ich habe da Bock drauf. Wir sind ja im Gerücht, dass es der Erste Weltkrieg ist und so weiter. Ich bin mal gespannt. Wäre schon ziemlich nice. Ich hätte schon echt Bock drauf. Und ich hoffe. Boah, nice one. Alter, wenn mir da den Ass gesaved hat. Ich hoffe natürlich, dass es direkt von Anfang an sauber läuft und eigentlich müsste man auch sagen, lasst die Scheiße mal, kümmert euch erstmal um Star Wars Battlefield. Da sind genügend Baustellen, die ihr noch zu bearbeiten habt, was auch einfach mal eine Tatsache ist, denn ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich da in der Hinsicht bei Star Wars Battlefield, er überlebt es. Weil mein eigener Teamkamerad sich wieder in den Weg stellt. Du bist so ein Affenface. Oh Gott. MLG Move! Ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn dann Battlefield 5 rauskommt, und wahrscheinlich kommt es ja dieses Jahr raus, dass dann Star Wars Battlefront wirklich am Arsch ist. Ich glaube es einfach so. Also, weil wie viel soll DICE denn noch machen? Wisst ihr, was ich meine? Die machen Star Wars Battlefront, die machen Mirror's Edge, die machen Battlefield 5. Das ist ein riesen Team, aber man sieht ja jetzt schon, wie die Betreuung von Star Wars Battlefront läuft. Und man sieht ja auch bei Battlefield 4, wie lange das gedauert hat, bis das mal ordentlich läuft und alles. Ist ja auch nicht so, ne? dass Battlefield 4 von Anfang an ein Meisterstück war. Absolut nicht, jeder weiß es. Deswegen, also ich weiß nicht, wie das so ausgeht. Also die werden natürlich extremst beansprucht von EA. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Und ob sie es auch gut hinbekommen. Denn
ja, wie gesagt, also. Für mich ist die Betreuung zu Star Wars Battlefront jetzt schon, habe ich ja auch jetzt schon mehrfach klar gemacht, nicht sonderlich vorbildlich. Was auch aus meiner Sicht der Dinge, wenn ich mir das so angucke und wie gesagt auch mit anderen Sachen vergleiche, keine Meinung ist, sondern Fakt. Denn andere machen es einfach faktisch besser. Und ja, wie gesagt, ist auch scheiße. Ist auch scheiße. Wie gesagt, ich will auch nicht jedes Mal drüber erzählen und so. Aber das sind so Sachen, die mich beschäftigen, wisst ihr? Deswegen lasst auf jeden Fall, lasst einfach wirklich mal ein bisschen Feedback da zu Battlefield allgemein. Ich glaube, die Leute, die das Spiel zocken, Star Wars, oder gucken, sind glaube ich nicht so uninteressiert an Battlefield, oder? Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht eingetroffen? Doch, habe ich jetzt. Boba Fett ist hier. Er wird uns unterstützen. Feindlicher Arriving bis hier unseren AT-AT an. Auf 4% sicher jetzt erst. Epischer Fight. Nice. Rebellen anschauen. Informiert den Imperator, dass Skywalker besiegt ist. Er rutscht wieder die. Oh Gott. Er rutscht wieder runter. Ich hätte ihn 100.000% geholt. Blockier mich nicht. Ich hätte ihn 1000%ig. Oh Gott, ich hasse es so krass. Als wärst du in Skyrim. Junge, da läufst du in irgendwelchen Stoffsandalen durch die Gegend. Das sind hier Hightech-Boots, Alter. Hightech-Boots. Oh, ich hätte den geholt. Oh, das ist so ätzend. Jedes Mal aufs Neue. Oh, Rakete, MLG, Move incoming. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja, Mann! Es ist tot. Ich habe einen geholt, der schon fast tot war. Geiler Typ. Ich bin der geilste einfach. Benutze 50 Power-Apps. Nice one. Oh, Mann. Achso, und bevor irgendwie jemand meint, wegen Battlefield, wenn ich Battlefield machen würde, ob denn Star Wars abgelöst werden würde, komplett oder so. Das nicht. Das braucht euch da keine Gedanken machen. Darum geht's nicht. Sondern ob ihr einfach allgemein einen Bock habt. Aber ich denke schon, oder? Wer hat da nicht Bock auf? Jetzt mal ganz ernsthaft. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Alter! Oh, heftig mich gerettet, Alter! Oh, scheiße, hat meine Puppe jetzt schon richtig geblüht von den Schüssen. Er rutscht schon wieder. Oh Gott, Leute. Was ist denn los hier, Mensch? MLG Move incoming! Naja, fast. Raus damit! Den auch noch nebenbei. Zerpflückt. Zerpflückt. Hinter mir ist ein Geschütz. Der Shit ist real. Wir haben gewonnen, Alter. Piu, piu, piu. Oh. Ey, Leute. Irgendwie muss bald mal wieder ein Beast-Gameplay her. So. Das geht so nicht mehr weiter. Ich spiele hier so meine Runden zu Ende lässig, flockig. Aber... das reicht mir noch nicht, Leute. Da muss mehr kommen. Gut. Alles klar, Leute. Ich gucke mal so, was ihr schreibt. Und beim nächsten Mal werden wir dann über Battlefield 5 so ein bisschen reden, wenn ihr da Bock habt. Obwohl, schreibt mal einfach mal eure Meinung. Vielleicht ist Battlefield 5 auch ein extra Video wert mal auf dem Kanal. Mal sehen, Leute.
Ja, das war's. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt mal eure Meinung zum Thema Battlefield in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Danke dafür, bis zum nächsten Mal und tschüss.